das vergesse ich meine Lebtag nicht mehr. Das ist etwas Unwahrscheinliches, Berührendes, Tiefgründiges, ein Gefühl, das da einem aufkommt und man weiss, es ist ein ganz besonderer Mensch. Ich will mich nicht brüsten, dass ich jetzt mit dem Papst gut befreundet bin und sage, ich kann ihm anrufen und ihm einen schönen Tag wünschen. Es kommt sicher, dass ich einen engeren Kontakt mit ihm werde können aufbauen in der nächsten Zeit, weil ich bin jetzt pensioniert, quasi pensioniert, aber ich habe immer mehr zu tun. Aber ich habe mich aus dem operativen Geschäft, aus meinen Immobilienunternehmungen zurückgezogen und tue jetzt einfach mich so in solchen Sachen widmen und organisatorische Knöpfe lösen, die es gibt in solchen Institutionen. Also die Schweizer Garde ist weder Folklore, sondern es ist Kultur, noch so halbe Kulturgut. Ich sage immer, es ist eine Pflicht. Die Schweizer Garde hat die Pflicht, den Papst zu beschützen. Und diese Pflicht muss unbedingt aufrechterhalten bleiben und werden. Oder? Ja, also ich muss mal sagen, die Begeisterung zur Schweizer Garde kommt natürlich dadurch, dass ich einmal sehr katholisch erzogen worden bin. Meine Großmutter ist aus Bayern gestammt, aus München. Und hat mir eigentlich den katholischen Glauben eigentlich nachgebracht und mir auch gelehrt, dass ohne Glauben nichts geht. Dann war meine Mutter Polin gewesen, und die Mutter aus Polen hat auch so einen tiefen Glauben gehabt. Und so bin ich natürlich Ministrant geworden und Oberministrant. Und habe mit Stolz, mit 50 noch in Madonna del Sasso oben, habe ich über zwei Saisonen lang im Sommer ministriert. Da bin ich jeden Sonntag runtergefahren, wenn ich unten war. Und sonst, wenn ich unten war, bin ich auch in Madonna del Sasso auf und habe ministriert mit dem Pater Leopold. Ich habe nicht nur Maria hier, sondern ich habe auch das orthodoxische Kreuz an. Ich bin orthodox getauft, ich bin zuerst katholisch getauft worden, nachher orthodox getauft worden. Und ich finde, dass die Orthodoxie und der Katholizismus jetzt auf der gleichen Ebene kommunizieren können, weil sie glauben alle an Gott und es ist Maria-Verehrung da. Und ich finde das wirklich toll. Ich bin nicht militärtauglich gewesen. Weil ich höre im linken Ohr gar nichts und das ist natürlich seit Kindheit auf und das war natürlich ein Handicap. Sonst wäre ich gerne Gardist geworden. Und ich hatte einfach eine grosse Beziehung zum Vatikan, zum katholischen Glauben, zu den Traditionen und bin jetzt gerade wieder in das Wochenende in Rom gesehen, im Vatikan gesehen und ich habe mit Stolz bin ich durch den Vatikan durchgelaufen, bin zu der Garde gegangen, habe mit dem Gardekommandant Christoph Graf können zu Nacht essen, wir haben miteinander geredet über die Zukunft und auch über Kasernen und alles, was anläuft, haben wir hier geredet und auch über meine vergangene Ausstellung. Im Leben ist immer bei mir fällt etwas zu. Und zwar ist mir das auch zugefallen über den Pfarrer Heller, Ernst Heller, der ein guter Freund ist von mir, der hat dann gesagt, komm mal mit auf Rom. Komm mal schauen. Und ich habe gesagt, ich wäre schon immer gerne auf Rom gekommen. Wenn ich auf Rom komme, wollte ich die Schweizer Garde sehen. Und er hat gesagt, kein Problem. Und dann sind wir dort runtergegangen und dann hat er mich eigentlich in die Garde eingeführt. Und heute bin ich so gut in der Garde etabliert, dass mich jeder kennt. Und ich auch immer gerne in ein bisschen Heimat schicke. Sei das die Osterhasen an Ostern, sei das irgendwie am Klaus etwas. Und so hier und da etwas noch irgendwie etwas machen für sie. Und das ist auch wo mir der Kommandant gesagt hat, sie hätten ein bisschen Sorgen mit den Rekrutierungen von neuen Gardisten, habe ich dann gesagt, du, wir müssen etwas machen. Und das ist etwa 4-5 Jahre her, habe ich ihm das vorgetragen. Wir könnten doch mal etwas Ausstellung machen oder irgendetwas, ich habe noch nicht gewusst, was. Aber wir könnten etwas machen bei mir in Brattelen. Und du weißt, dass ich nicht etwas Kleines mache, wenn ich etwas mache, mache ich etwas Grosses. Jetzt war es aber so, dass das natürlich immer gewachsen ist. Da haben wir zuerst gesagt, ja, wir könnten doch das so und so machen und so im kleinen Rahmen. Das ist immer grösser geworden. Das letzte ist gesagt, Papamobil muss hin. Dann heisst der Rosenkranz muss hin. Der muss das und die ganze Waffensammlung muss da hin. Und dann haben wir die nicht können einführen in die Schweiz, also von Italien. Dann haben wir da Imitat, also Original, aber die gleiche Waffe, die
wo die alten Garden früher einmal gebraucht hat, haben wir hier nachher ausgestellt. Wir haben wirklich das Hinterste und Letzte haben wir hier dargestellt überhaupt. Und ich bin riesig stolz. Wir haben am Eröffnungsabend haben wir über 500 Leute gehabt an der Eröffnung. Und es ist schon ein wahnsinniger, also muss ich sagen, ein wahnsinniger Erfolg gewesen. Ist eine von meiner grossen Ausstellungen, grössten Ausstellungen überhaupt, die ich je gemacht habe hier in Pratteln. Das ist meine, wie soll ich sagen, meine Vergangenheit, meine Herkunft. Das hat mit Russland zu tun. Mein Großvater war ein unehrlicher Sohn vom Zar Alexander III. Und meine Großeltern haben in Polen, damals war das Russland, haben sie ein Schloss gehabt, das hat Schimna Woda geheißen, das heisst kaltes Wasser. Und der Zar hat sein Jagdschloss Spaua neu umgebaut und nachher hat er eine Einweih gemacht. Und dann hat er meine Großmutter kennengelernt. Und dann ist eben dann, 9 Monate später, also dann ist sie eingeladen worden und 9 Monate später ist dann halt der Sprössling Franciszek Lisicki auf die Welt gekommen, Alexander Lisicki. Und das ist meine Herkunft einfach. Und mir sagt mir jetzt einfach ein bisschen auch noch, dass ich ihm Zar gleiche tue, dem Zar Alexander III. Die haben jetzt schon sehr viele Millionen können sammeln. Ich bin überzeugt, dass man das Geld zusammenbringt und ich auch noch meine Sachen werde, die Werbetrommel wird noch mit unter meinen Freunden, und ich kann sicher drehen, damit dass wir im Christoph noch ein bisschen Geld abschicken können. Das werde ich sicher machen. Schauen Sie, das ist eine ganz einfache Rechnung und ich mache eine Milchbücherrechnung. Wir haben 26 Kantone in der Schweiz. Wenn jeder Kanton jetzt noch würde 1 Million sprechen, dann hätten wir alles zusammen. Dann wäre alles da. Und dass sie sich nicht schwerfällig würde machen für so etwas. Es geht um die Ehre der Schweiz. Es geht um die Publicity der Schweiz. Es geht um die PR der Schweiz. Jeder Regierungsrat, ich habe schon manche Regierungsräte darunter erlebt, ist nachher am Pult bei der Vereidigung und hat gesagt, wie stolz sind wir auf unsere Schweizer Garde hier in Rom. Oder? Die ganze Zeit immer solche Sprüche sind geklopft worden. Jetzt soll ich doch die Regierungsräte sagen, jede Kanton soll 1 Million sprechen und dann hätten wir das Geld. Ich bitte also alle Regierungsräte, positiv zu sein und sich dafür einzusetzen, das macht diesen Kantonen hinter der Kommastelle nichts aus. Das war nach der Messe, die er macht, immer im Santa Marta. Ich schlafe ja immer im Santa Marta. Wenn ich da unten bin, bin ich immer Gast dort. Das war ein sehr bewegender Moment. Wir haben einander in die Augen geschaut, wir haben eigentlich sehr wenig geredet. Und er hat nur gesagt zu mir, ich verstehe dich, ich bete für dich. Und wir haben nichts diskutiert. Nichts, das muss man sich mal vorstellen. Ich verstehe dich, ich bete für dich. Das ist für mich etwas Wunderbares. Ich hatte noch eine Träne in den Augen. Ich habe, wenn man sieht, im Foto ja geschwitzt wie ein Bär, oder? Das ist Aufregung und all das. Das ist wirklich ein Mann, wo man dem begegnet. Das ist etwas Unwahrscheinliches, Berührendes, Tiefgründiges, ein Gefühl, das da einem aufkommt. Und man weiss, es ist ein ganz besonderer Mensch. Alle Schweizer sollen sich wirklich an die Brust legen und stolz sein, dass wir dürfen den Papst bewachen dürfen. Dass wir dürfen im Vatikan präsente sein, oder? Das ist etwas Unbezahlbares. Es gibt ja sogar ausländische Leute, junge Burschen, die mir angerufen haben und gefragt haben, ob sie nicht könnte, die Garde eintreten. Ich habe gesagt, lieber Mann, du musst Schweizer werden. Das geht nicht.